Hallo Leute, hier ist wieder Kofilla. Ja, ich bin wieder alleine und das hier ist wieder ein Visual Novel namens Witch Bell. Es ist ziemlich anders als das letzte, was wir gespielt haben, falls ihr das gesehen habt. Und zwar ist das ein Otome Visual Novel. Das heißt, wir spielen aus der Sicht eines Mädchens und ist eigentlich so ähnlich wie Cedar Moris. Wir laufen da so rum und so und sprechen mit den Jungs und sowas. Aber es weicht schon ab, denn wir können uns nicht frei bewegen und es gibt weniger Entscheidungen, wesentlich weniger Entscheidungen. Aber es ist ohne Aktionspunkte. Toll, nicht wahr? Und ja, ich habe das angespielt und ich fand das super, ne? Und ich fand das so super, ich habe zu viel gespielt. Und ich habe das auch jetzt schon vorhin aufgenommen, aber ich habe gemerkt, es hat den Bildschirm nicht aufgenommen, weil ich im Vollbildmodus gespielt habe. Toll! Naja. Okay, ich hoffe, das wird jetzt alles gut gehen und wir starten. Witch Spell. Woo. Wie andere Mädchen in meinem Alter habe ich mich unerwartet verliebt. In den falschen Typen zur falschen Zeit. Und in der falschen Situation. Punkt, Punkt, Punkt. Manchmal ist das Herz eines Mädchens nicht so leicht zu verstehen. Wenn ich nur selbst bestimmen könnte, in wen ich mich verliebe. Wenn ich nur magische Kräfte hätte, um ihn dazu zu bringen, sich in mich zu verlieben. Und gerade jetzt weiß ich nicht, was zu tun ist. Akari? Hm? Wessen Stimme ist das? Akari? Hm? Die Stimme klingt vertraut. Akari, wach auf! Ich öffnete meine Augen. Ich bemerkte, dass ich in der Schule war. Akari! Hey, wach auf! Oh! Oh! Hisato, du bist hier. Nein, ich bin nicht hier. Ich bin nur ein Bild. Ach, ja, ich bin hier. Du bist schon wieder am Tagträumen. Wir müssen die Ausarbeitung fertigstellen. Bleib bitte konzentriert. Es tut mir leid. Hisato übergab mir die Ausarbeitung. Wir müssen vor Ende des Tages fertig machen. Hey, hörst du zu? Ja. Du scheinst die ganze Zeit so vergesslich zu sein. Hast du ein Problem? Nein, es ist nichts. Ich bin okay. Einen Moment, ich muss kurz husten. Da bin ich wieder. Nein, es ist nichts. Ich bin okay. Ich schätze, du bist verliebt. Was sagst du? Natürlich bin ich nicht verliebt. Oh, komm schon. Du wirst sogar rot. Kannst du mir sagen, wer der unglückliche Typ ist? Hey. Ich sag dir gar nichts. Warum solltest du das überhaupt wissen? Ja, das ist unsere erste Entscheidung. Nicht so spektakulär, oder? Ich sag, wir nehmen das zweite. Ich meine, ich weiß da schon, was rauskommt, deswegen. Und warum willst du das wissen? Weil wir beide beste Kumpel sind. Und wer weiß, vielleicht kann ich dir helfen. Vor Scham sind die Augen weg. In Ordnung, da du mein einziger Freund bist, bleibt mir keine andere Wahl. Oh, alone. Aber versprich mir, dass du keinem anderen etwas verrätst. Ehrenwort. Kennst du Jin? Jin Mitsuki aus der Klasse 4a? Jin aus Klasse 4a? Du magst Jin? Shh, bitte sei etwas leiser. Jemand könnte dich hören. Okay. Jin kennt dich nicht mal, oder? Nun, nein. Wir haben noch nicht immer miteinander geredet. Nicht mal ein Hi. Aber woher kennst du seinen Namen? Ich habe ihn im Schülerverzeichnis gesucht. Oh, ich verstehe. Aber er ist bereits im letzten Schuljahr. Er wird die Schule nächstes Jahr verlassen. Deswegen möchte ich ihm sagen, was ich fühle, bevor er den Abschluss macht. Ich glaube nicht, dass das funktionieren wird. Er weiß nicht mal, dass du existierst. Der Mund hat mich nicht gerade auf. Warum stellst du dich nicht einfach Jin vor? Aber wie? Geh zu ihm und sprich ihn an. Er scheint ein netter Typ zu sein. Er würde dich nicht abweisen. Aber ich bin schüchtern. Oh, ich weiß, dass du es kannst. Wirklich? Ich werde es versuchen. Dann viel Glück. Ja? An diesem Morgen entschloss ich mich, Jin zu suchen. Aber als ich ihn nicht auf dem Campus sehen konnte, dachte ich, er wäre heute nicht da. Dann nach einer Weile sah ich ihn. Ich hatte ihn gefunden. Das ist Jin. Ja, er sieht ziemlich durchschnittlich aus, wenn ich.
Hallo. Hi, wie kann ich dir helfen? Was soll ich jetzt sagen? Irgendwas? Hat die das gerade laut ausgesprochen? Oh Gott, ist die dumm. Entschuldigung. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Wenn ich vor ihm stehe, kann ich nicht klar denken. Miss, bist du okay? Du zitterst. Komm, lass mich dich zur Klinik bringen. Nein, ich bin nur hier, um zu sagen. Nur sagen. Ich liebe das Wetter heute. Naja, du solltest den Wetterbericht anhören. Sie sagen, dass es heute Nachmittag heftige Regenschauer geben wird. Ah, ist das so? Boah, was soll ich ihn fragen? Und wieder eine Entscheidung. Es sind aber wesentlich weniger, oder? Ich liebe heftige Regenschauer. Oh, ich habe keinen Regenschirm. Ja, wir haben keinen Regenschirm. Ich privat würde ja das nehmen, weil ich liebe Regenschauer, aber das hier könnte dazu führen, dass wir mit ihm unter einen Regenschirm laufen. Wir nehmen das. Ist das so? Bist du sicher? Hier ist ein Wetterbericht jeden Tag im Internet. Das ist ärgerlich. Ich habe meinen Regenschirm heute nicht dabei. Wie komme ich nach Hause, wenn es regnet? Du kannst immer einen Schirm aus dem Schülerangelegenheitenbüro ausleihen. Was ist das für ein Büro? Habt ihr so eins? Ich nicht. Oh, das ist eine gute Idee. Danke. Jin schaut mich eindringlich an. Miss, du bist wirklich am Zittern. Warum nennt er uns eigentlich Miss? Klingt so komisch. Bist du in Ordnung? Du meine Güte, ich zittere wirklich. Ich bin gerade so angespannt. Hey, ist alles okay? Mir geht's gut. Ich muss nur schnell zur Toilette rennen. Tolle Ausrede. Tschüss. Ich muss vor ihm davonrennen, weil ich nicht die Stärke habe, mit ihm zu sprechen. Mir schwindelig. Moment, die Toiletten sind auf der linken Seite des Korridors. Oh, das war also klar. Blamage pur. Wow! Ich fühle mich so dämlich. Ich habe nicht den Mut, mit ihm zu sprechen. Wow, und ich habe vergessen, mich ihm vorzustellen. Was soll ich tun? Ich bin so rot geworden. Ich bin so schüchtern. Ich renne besser so schnell ich kann. Puh, beruhige dich jetzt, Akari. Es ist vorbei. Ich kann mich jetzt entspannen. Hey, Akari. Mission ausgeführt? Awesome Face. Wie ist es dir ergangen? Du scheinst so verwirrt. Hattet ihr eine gute Unterhaltung? Kein bisschen. Meine Nerven liegen total blank. Ich glaube, ich habe ihm die dämlichsten Fragen gestellt. Dann bin ich weggerannt. Wirklich? Ich weiß, ich muss ihm wie eine Verrückte vorgekommen sein. Naja, ein bisschen bescheuert vielleicht. Und was jetzt? Du wirst keine Chance haben, wenn du so sprachlos bist. Aber es gibt eine Möglichkeit, die du probieren könntest. Und die wäre? Versuch den magischen Himbeerzauber. Dum, 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 dum. Magischer Him, was? Ja, der legendäre supersonische, hypertonische magische Himbeerzauber. Flüssig gelesen, yes. Ein mystischer. Na toll, aber daran hakt's. Ein mystischer Zauber, der vor langer Zeit von jungen Mädchen eingesetzt wurde. Ein kreatives Gebräu aus Himbeersirup, weil es ihnen verboten war, Zauberöle zu verwenden. Wie er so ein Besserwisser-Face auflegte. Wie mische ich diesen magischen Himbeerzauber? Es sollte leicht sein. Gib einfach etwas Himbeersirup in das Getränk deines Opfers. Es dauert nur einen Moment, bis er sich in dich verliebt. Dieser Zauber soll sehr wirksam sein. Wenn er richtig angewandt wird, kann es ihn verrückt nach dir machen. Wow, das ist Magie? Wo kaufe ich Himbeersirup? Ich habe ja schon oft irgendwie in Sendungen oder in Kassetten, CDs, blablabla von sowas gehört, ne? Es kommt ja immer so wieder sowas. Und dann ist es meist so, dass es am Ende zu übertrieben ist, diese Liebe, und man das dann gar nicht mehr will und lieber die echte haben will und so. Bla bla bla. Gesöff. Okay, wir machen weiter. Wir fragen, wo man den kaufen kann. Weißt du, wo ich Himbeersirup kaufen kann? Du kannst eine Flasche in dem Lebensmittelladen hier in der Nähe kaufen. Wirklich? Oh, sie strahlt, wie süß. Ich werde etwas kaufen gehen, mal sehen, ob der Zauber funktioniert.
Ja, stell nur sicher, dass du während du den Sirup in sein Getränk mischst, an ihn denkst. Das ist das Leichteste. Dich hat der Himmel geschickt, Hisato. Danke. Wofür sind Freunde da? An diesem Nachmittag entschloss ich mich, zum Laden zu gehen und Himbeersirup zu kaufen. Das ist der einzige Weg, damit Jill mich bemerkt. Ja, genau. Der einzige. Es gibt ja sonst nichts. Nein. Ich hoffe, dieser Zauber wird funktionieren. Aber sowas ist dann auch immer noch besser, als sich wie eine Bitch anzuziehen. Wollte ich nur mal so erwähnen. Kraft des Himbeersirups, bitte funktioniere für mich. Ja, ich habe den Himbeersirup bereits. Die einzige Sache, die ich noch tun muss, ist den perfekten Augenblick zu finden. Den perfekten Augenblick, um den Himbeersirup und sein Getränk zu mischen. Ich weiß nicht, ob der Zauber perfekt funktionieren wird, aber ich sollte es versuchen. Ich bin so aufgeregt. Ich weiß nicht, wo ich ihn finden kann. Er ist nirgendwo im Korridor. Wie kommt es, dass er immer so schwer zu finden ist, wenn ich ihn sehen muss? Vielleicht ist er in der Cafeteria. Oh, hier ist er. Da ist er. Wie gesagt, ist doppelt. Hab ich ein Glück. Ich werde ganz normal auf ihn zulaufen, damit er nichts von meinem Plan ahnt. Aber er ruft nach mir, noch bevor ich mit ihm sprechen konnte. Hey! Ich erinnere mich an dich. Du bist das zitternde Wettermädchen von gestern. Toll. Daran erinnert er sich. Von all den besseren Sachen, von denen er sich an mich erinnern hätte können, bleibt nur das Schlimmste hängen. Ah, du erinnerst dich? Ja. Macht es dir was, den Tisch mit mir zu teilen? Ich? Den Tisch teilen? Macht es dir etwas aus? Keineswegs. Tja, wie niedlich. Wir teilen uns einen Tisch. Wow, total sprachlos. Aber wie kann ich den Sirup und sein Getränk mischen, wenn er mich ansieht? Perfektes Timing ist die Antwort. Pom pom pom. Nach ein paar Sekunden der Stille ruft ihn jemand vom anderen Tisch. Bleib genau hier, okay? Ich rede nur kurz mit meinen Freunden da drüben am nächsten Tisch. Klar. Ohohoho. Ah, das ist doch zu geil, ey. Richtig böse, so. Jetzt ist die richtige Zeit für den Zauber. Und jetzt ist die richtige Zeit, einen Cut zu machen. Wie gefällt's euch so? Ich find's gut. Aber ich glaube, das habe ich schon mal gesagt, oder? Ja. Gut, ich würde sagen, bis zur nächsten Folge. Drückt mir die Daumen. Ich wünsche euch viel Spaß. Bla bla bla. Tschüss.